Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ich bin der Baume und in der letzten Folge... Oh, jetzt ist mein Controller weggeflogen. Oh, Dinge geschehen hier. Hier ist ein Bild schwarz. Ihr hört mich nur hier. Irgendwelchen Scheiß. Fucking shit. Ja, da bin ich. Hi. Wir stehen hier immer noch vor der Tür vom Büro von der Frau Xiao Xiao. Das ist die Chefin vom Puff. Quasi die Puff-Mutti. Wollen wir mal reingucken, ob jemand da ist, ne? Vielleicht ist die auch von dem Opiumdampf eingeschlafen, den wir hier letzte Folge entfesselt hatten. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Na, na, na. Ich hatte es doch gerade. Ach, da ist es. Tja, machen wir mal auf, hä? Hallöchen, jemand da? Hallo? Alle am Pennen hier? Will ich doch wohl hoffen. Gut, dann... Wirklich keiner da? Keiner da? Hä, was ist das für ein Guckloch? Das habe ich ja... Damit könnte ich ja... Warte, ich klaue erstmal. Bevor ich da durchgucke... Nicht, dass das Guckloch noch irgendeinen Scheiß triggert. Hier geht irgendwas vor. Ich muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Er muss hier drin sein. Was? Geheimgang? Was stand denn da? Das muss ich jetzt mal lesen. Bin zwar nicht so der große Meister des Vorlesens, aber ich werde mir alle Mühe geben, es so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. So, der merkwürdige Sockel, den ich in dem Geheimgang gefunden habe, verwirrt mich nach wie vor. Anscheinend muss dort etwas eingesetzt werden. Aber was? Und was bedeuten die geheimnisvollen Symbole an den Wänden? Ich bin ja wirklich belesen, mehr als die meisten, möchte ich meinen. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Und diese dummen kleinen Fisch Eastwick, ich will nicht fragen... Er hat ohnehin schon... Hä? Diese dummen kleinen Fisch Eastwick? Was soll denn das sein? Das verwirrt mich. Er hat ohnehin schon zu viel gesehen. Wirklich, mein flüsternder Korridor entwickelt sich immer mehr zum Fluch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte ihn zumauern sollen. Aber ich weiß natürlich, dass das nur eine meiner albernen Launen ist. Egal wie viele adlige Schweine der Stadt mir ihre innersten Wünsche vorquieken, ich komme dem wahren Geheimnis des Hauses keinen Schritt näher. Doch eines Tages wird es mir gehören. Und wenn ich mir dafür alle Wimpern für Wünsche herausreißen muss. Das ist eine ganz komische Notiz. Was soll denn das heißen? Vielleicht finden wir die Antwort hier in dieser Truhe. Na, jetzt da. Tick-Tack. Das ist so ein geiles Minigame. Ich könnte es den ganzen Tag spielen. Ich finde es immer wieder geil. Schlösser knacken hier in dem Spiel. So grandios gelöst. Macht richtig, richtig Laune. Ah. Ah. Ich mag auch dieses Ding, dass man hier im Prinzip auch durchrennen kann, wie man irgendwie Bock drauf hat und so. Einem wird hier einfach so ein Level gegeben und dann so nach dem Motto, mach einfach mal was. Was machen wir denn hier? Was hat denn da jetzt geklackt? Hier drüben hat irgendwas geklackt. Bist für Opium genascht. Ich sehe Dinge. Okay. Der Sound war mir jetzt ein bisschen zu weird. Das Bild können wir noch untersuchen. Ich mache hier erstmal den Tresor oder das Bild? Komm, wir machen erstmal das Bild. Zwei Schalter? Woher weiß er das denn? Aha. Aha. Ha! Ich mag das mit dem Vibrieren. Das ist so geil. Einfach nur sehr, sehr geil gemacht. Wenn man das so in den Fingern spürt, dass da was ist. Das gibt einem so ein... Ich glaube, ich hatte hier unten war noch irgendwas. Ganz vorsichtig. Oder? Nicht? Nicht? Ja, doch, wusste ich doch. Da bin ich vorhin ein bisschen zu schnell drüber gefahren. Nein, nein, da war doch noch der Tresor. Da war doch noch der Tresor. Da war doch noch der... Mal sehen, was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Da war doch noch der Tresor. Der Tresor, Mann. Nein, 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 nein. Oh, nein. Ich will den letzten Speicherpunkt nochmal laden. Wir können doch den Tresor nicht dort zurücklassen. Da muss sich doch jemand drum kümmern. Oh, der kann doch nicht einfach... Kann der die nicht einfach ankippen und dann später durchgehen, wenn er mal Bock drauf hat? Meine Güte. Garrett. Garrett, echt, ey.
Garrett. Garrett, du hast auch den Tresor gesehen, Mann. So, mach keinen Scheiß. Geht einfach. Kann doch nicht einfach gehen. Zack. Zack. So, hier, komm, alles mitnehmen. Hier geht irgendwas vor. Ja, ja. Ich muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Ja, er muss hier drin sein. Ja, 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 Geheimgang, ja. So, was hat das Ding hier gemacht? Ach, guck mal, das ist hier wahrscheinlich... Ach, da ist eine Falle drunter, alles klar. Der Tresor ist durch eine Falle gesichert und die ist jetzt deaktiviert. Jetzt können wir den in Ruhe hacken. Das ist ja ein saugeiler Tresor. Die Kombination. Willst du mich verarschen? Die Kombination, wo standen die nochmal? Okay. Hier, Colts Kombination. Das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Sternzeichen Krone. Das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Soll mir das jetzt irgendwas sagen? Das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Drei Zahlen brauche ich. Colts Kombination. Tresorregister. Benedict M. Coyle. Wo hat denn der die... Oh. Sollte die jetzt hier nicht stehen? Bin ich doof? Kann ich das irgendwie... Hört man da was? Ich habe keine Ahnung. Ist ja unglaublich, ich habe keine Ahnung. Scheiße, wo krieg ich jetzt die Kombination her? Coil. Hat irgendwer die Kombination bei sich? Oder wie? Scheiße, wie krieg ich denn die raus? Das Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Wenn ich mal hier gucke. Sehe ich hier jetzt etwa irgendwas? Haus der Blüten erfüllt all eure Wünsche. Ist hier irgendwas versteckt? Irgendwas Offensichtliches? Ich check's nicht. Fuck. Es muss doch eine Kombination geben. Vielleicht von der Seite irgendwas? Und die Leier, die spielt immer noch von alleine. Was total weird ist, aber egal. Ein Koffer? So, scheiße. Ich fass es nicht. Ich muss doch... Wie gemein. Ich stehe auf dem Schlauch. Bin ich doof? Irgendwie... Das ist wahrscheinlich das Gemälde durch... Gemälde. Mal milde ausgedrückt ist das Gemälde, durch das ich durchgeguckt habe. Ja, aber da sehe ich doch nichts. Was soll ich denn da sehen? Oder erscheint mir jetzt hier eine Zahl? Oder... Da die Büste, den Stuhl, das Licht, die Feder, das Buch, was ich mir schon angeguckt habe. Ich habe das Gefühl, mir fehlt noch eine Notiz. Vielleicht ist der Typ ja da, vielleicht ist der ja irgendwo. Oh, ich gehe den jetzt suchen. Ich will den Kacktresor knacken. Ist bestimmt der da. Der da unten da, genau da, der. Da gehe ich jetzt hin. Die pennen ja jetzt eh alle zum Glück. Halt, wo ist die Treppe? Hier war bestimmt irgendwo eine Treppe. Ich kann ja jetzt auch ein bisschen rennen, ist ja nicht schlimm. Mann. Okay, Kinders. Da ist die Musik plötzlich weg. Wo ist der Typ?
Ich höre noch die Musik. Hast du was? Den Brief? Wo ist der Brief, Mann? Scheiße, ich will den Brief haben. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also ich mache jetzt mal hier. Ich suche den jetzt wirklich. Ich pausiere jetzt mal den Timer. Ich darf nur nicht vergessen, den dann wieder zu starten, wenn ich den Brief gefunden habe. Der muss hier doch irgendwo sein. Also ganz ehrlich. Vielleicht bin ich sogar so lieb, aber das glaube ich fast nicht, dass ich euch hier einen Skip-Button reinbaue, dass ihr das Gesuche jetzt hier überspringen könnt. Aber ich nehme das mal einfach mit auf. Oh, puff. Wenn er auf den Button drückt, dann kommt er direkt an die Stelle, wo ich den verkackten Brief finde. Oder wo ich es aufgebe. Vielleicht gebe ich es auch einfach auf. Scheiße. Wie ärgerlich. Inventar voll, was soll denn das heißen? Mein Inventar ist niemals voll. Ganz offensichtlich doch. Papier, 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 Papier. Nichts zum Sammeln. Und das gibt's doch nicht. Spähen, ja. Die schlaue Art zu klauen. Der ist auch durch. Hm. Wer klingelt denn hier immer? Hier hinten war noch wer. Ihr habt auch nichts. Mist. Das ärgert mich. Wer hat denn die wieder hingestellt? Also jetzt wird es langsam ein bisschen spooky hier. Eieieiei. Und du bist hier sicher, dass du das Zeug... Ich habe ja die Vermutung, dass du das bist hier. Mann. Scheiße. Ist hier was drin? Hier war ich noch nicht. Erstaunlich. Diese Leier, wie die immer weiterspielt, das ist so weird. War ich hier schon? Hier war ich, glaube ich, auch schon, oder? Können wir hier was klauen? Nee, können wir nicht, also war ich hier schon. Ja, ich habe doch gerade was gehört. Geht's hier rein? Da ist ja noch jemand wach! Ich glaub's fast nicht. Wieso ist denn da noch jemand wach? Komm ich da irgendwie rein? Ist da wer? Ich sehe da gar nichts, ich hör's nur. Ich meine, ich will jetzt hier auch nicht so vorm Vorhang stehen, während dahinter so rumgestöhnt wird, aber ich meine, da muss ja dann wahrscheinlich einen Weg reingeben, oder wie? Seit wann kann man die denn so fest verschließen, diese Vorhänge? Kann man den irgendwie aufmachen? Ich kann da oben das Ding runterbringen. Vielleicht macht das ja dann den Vorhang auf, wenn es aufschlägt. Wer weiß. Runterbringen, runterkrachen lassen. Ich kann es kaputt schießen. Hier ist auch noch jemand am Keuchen. Okay, da habe ich anscheinend noch nicht genug Opium versprüht, wie mir scheint. Ja, da haben wir schon mal geguckt. Ich schnapp mir jetzt mal so einen stumpfen Pfeil und dann mache ich hier mal ein bisschen Krach. So, was soll's. Hat's was gebracht? Ich weiß, blöde Frage, aber... Nee, die haben immer noch ihren Spaß da drin. Scheiße. Wo krieg ich die Kombination her? Habe ich die Kombination schon? Ich check's nicht. Was ist die Kombination? Ah! Ich check's nicht. Muss ich irgendwas zusammenzählen? 3x3 macht 4. Witte. Der hier ist es auch nicht. Nein. Wie komme ich hier eigentlich rüber? Gar nicht. Die Kerze da drüben kann ich nicht ausmachen. Mann. Hier bei euch habe ich noch nicht so genau geguckt. So einmal im Vorbeigehen. Bisschen Motion Blur. Das wird schon gut gehen auf YouTube. Liegt hier irgendein Zettel rum? Die werden den ja wohl nicht einfach so liegen lassen, oder? Warum haben die eigentlich alle noch ihre Klamotten an, die Kerle? Das ist auch so ein Ding. Das habe ich mich gar nicht getraut zu fragen. Ist wahrscheinlich besser so. Ist auch komisch, ne? Lieber ein paar Brüste sehen, als hier irgendwie mal ein paar... Wehe, hier sind auch nur ein paar nacksche Kerle oder so. Wobei, das ist ja auch wieder komisch, ne? Thema Computerspielsexismus ist es völlig normal, wenn da nackte Kerle irgendwo rumfliegen. Zum Beispiel bei Amnesia oder bei Outlast. Aber wehe, in dem Spiel ist eine nackte Frau zu sehen. Dann ist gleich wieder, oh, Pornografie. Die Schniedel, die können uns um die Ohren fliegen. Aber wehe, da sind irgendwo ein paar Titties. Euch kann ich auch nicht durchsuchen, ne? Scheiße.
Und ich will nicht, dass mir in Computerspielen die Schniedel um die Ohren fliegen. Das ist nicht mein Ding. Können gerne andere für sich beanspruchen. Wo finde ich das denn jetzt hier? Wie finde ich das denn? Ach, hier wird wieder geklimpert fröhlich. Mann! Regt mich auf! Kacke! Dann geht uns halt eben die Kombination flöten. Scheiße, dann geht's halt eben flöten. Ach, fucking. Was ist denn das da? Was ist denn das? Hä? Wo sind wir denn hier gelandet? Hier hat doch gerade noch was geblinkt. Hier sind wir... Hallo? Ach, ihr hattet doch vorhin noch so lustvoll rumgekeucht, nicht wahr? Eieieiei, wo sind wir denn hier? Hier ist doch wohl nicht etwa irgendwo was zu finden, was mir die Kombination verrät. Heppa. Hä? Jede Menge Weg für nichts, für gar nichts. Shit! Shit! Fuck! Hä, aber wozu gibt's den Weg, wenn da nichts... Ich glaube, wir haben's! Ich glaube, wir haben's! Liste der... Fuck, nein! Da lang! Kapitel 3! Liste der Konstellationen! Sternenkonstellation! Ja! 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 Timer geht weiter! Bam! Oh! Oh! Was brauchen wir? Die Krone. Sein Sternzeichen war die Krone. Und die Konstellation ist warum auch immer 573. Meine Fresse! Meine Fresse! Meine Fresse! Meine Fresse! Meine Fresse! 573! Meine Fresse! Meine Fresse! 573! Meine Fresse! Meine Fresse! 5! Nein! Pfui! 5! 7! Halt! 7! Meine Fresse! Meine Fresse! Zu viel! 573, meine Fresse. Bam! Jawohl, ja! Ha! Na, wenn sich das mal nicht gelohnt... Wehe, das hat sich nicht gelohnt. Wehe, das hat sich nicht gelohnt. Das muss der geilste Shit auf... Ah! 50. 20. Kein Sammlerstück? Kein Sa... Wo sollen denn nur diese Sammlerstücke sein? Ich hab mir... Ich... Ich meine, toll, jede Menge Gold und so, aber wo sollen denn dann die Sammlerstücke versteckt sein? Wenn selbst das der krasseste Shit ist. Oh, jetzt gehen wir hier einfach durch die Wand und gut ist. Sind die Schalter noch an der alten Stelle? Ich mache jetzt mal kurz mal im Schnellgang. Ja. Okay. Der andere war doch hier unten irgendwo, oder? Genau. Oh, die sind noch an der gleichen Stelle, unglaublich. Habt ihr gemerkt, den unten, ich bin schon wieder das erste Mal zu schnell drüber, dann springt das Ding nicht mal an. Man muss echt vorsichtig sein. Was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Oh, ich hab den Tresor gekriegt. Mann, was war das für eine Hetzjagd jetzt gerade auf der Suche nach dem Zettel. Da ist das so ein Zettel. Oh, der liegt da irgendwo. Oh, Alter, erstmal das Licht ausmachen hier, wenn das alles Feuer fängt. Mann. Fick die Henne. Boah, so, Gang des Flüsterns, Contenance, Konzentration. Ich suche ein Buch. Warum sind die eigentlich alle so am Vermodern, die Bücher? Ich meine, dann schmeißt sie doch einfach weg. Oder ist das hier eure Müllhalde? Gang des Flüsterns, ich verstehe. Soll ich mal gucken? Natürlich gucke ich durch, was für eine Frage. Uiuiui. Warte, halt. Der ist Naksch! Der Typ ist Naksch! Juhu! Es gibt auch nacksche Typen im Puff. Ich dachte schon, hier gibt's nur angezogene Leute. Dann machen die ja anscheinend doch alles richtig. Gut, okay. Ansonsten leider nichts Interessantes zu sehen. Der Gang des Flüsterns. Ist hier jemand am Flüstern? Fass mich nicht an. Du hast dir nichts zu befehlen, sondern ich. Du gibst mir, was ich will, oder? Was? What the fuck? War das etwa unser Gegenspieler?
Wieso kann ich sowas sehen? Ich meine, hier ist kein Schwein in dem Raum. Hier sind nicht mal Hinweise. Nicht mal Spuren. Wieso habe ich solche Eingebungen? Das macht keinen Sinn. Weird. Kann ich nochmal in den anderen Raum gucken, bitte? Da war irgendwie... Das war schöner. Ich will nicht zusehen, wie irgendwer irgendwelche Nutten abschlachtet. Ist doch uncool. Geht's hier hoch? Was ist denn das? Nee, Gegenrennen funktioniert nicht. Was ist denn das? Sind das Symbole? Hey! Hey, ja, hey, ja, hey, ja, hey. Sind hier noch mehr Symbole? Kann ich das irgendwie anfassen oder so? Nee. Weird. Weird, weird, weird. Alles sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig ist das. Also das war jetzt so ein das, was war denn das jetzt hier? Das war jetzt so eine Raute mit einem Punkt? Ach Gottchen, was haben wir denn hier? Wieder ein Flashback? Nein? Machst du noch mehr als nur vor mir auf und ab zu gehen? Vielleicht ein bisschen anfassen? Oh, hallo. Oh. Etwas fester beim nächsten Mal, ja? Haben wir hier was? Oh, das war gut. Ich lasse euch mal in Ruhe. Wieder verloren. Wo steckst du? Mit verbundenen Augen? Da will ich nicht zugucken. Ja, ich glaube, du machst das mit Absicht. Du weißt, ich warte nicht gerne. Ein Mann, der für den Baron so wichtig ist, wie ich es bin, erwartet stets Perfektion. Wählt ihr deshalb immer mich aus? Oh, Meister Eastwick, ihr wisst, wie man ein Mädchen glücklich macht. Och, die Leute von nebenan sind zu laut. Ich hatte eine harte Woche. Komm schon. Ich musste mit diesem Bürokraten das neue Fabrikgebäude in Zinder verlassen. Och, die von nebenan sind so laut. Ich will dem Typen hier zuhören. Ich will nicht so viel auf die Brüste schauen. Oh, ein neues Gebäude, Meister Eastwick. Sag mir, welches ist das Beste? Verrät der uns was Nützliches? Was hat denn der für eine komische Brille? Wie der Meister befiehlt. Ich bin ganz Ohr. Ach, können die mal nebenan bitte ruhig sein? Ach, jetzt flüstert er ihr das. Hey, ist jetzt mal gut hier drüben. Ruhe. Ruhe. Ich will hier zugucken. Eine kühne Frau. Komm schon, jetzt gib's mir richtig. Und das ist das größte Gebäude der Stadt. Ich dachte, hier gibt's irgendwas Interessantes zu hören. Schade. Ich dachte, wir hören jetzt, dass es irgendwo einen Schatz gibt oder so, aber die nebenan sind mir echt zu laut. Nochmal. Alter, was geht denn da ab? Ich muss jetzt nochmal reingucken. Was macht ihr denn da? Wo ist die Peitsche? Gibt keine Peitsche? Hast du den jetzt verprügelt? Jetzt etwas fester. Nur ein bisschen. Komm schon. Jetzt gib's mir richtig. Gib's mir richtig. Na los, du kannst das doch besser, Liebes. Da. Oh, fester. Komm schon. Mann. Mehr. Aber jetzt bin ich hier in der Sackgasse? Und muss ich jetzt hier überall mal illern? Ah! Okay. Weird. Okay. Ein komisches Sensensymbol. Boah. Ey, da muss man erstmal drauf kommen. Komm schon. Ich dachte, die verraten mir jetzt hier irgendwas. Na los, du kannst das doch besser, Liebes. Das ist so ein komisches anderes Ding. Fester! Komm schon. Ah, das ist das Outro. Was mache ich jetzt mit den Symbolen? Warte mal kurz. Ich will noch das letzte Symbol finden hier. Komm, irgendwo war da noch so eine Bumsstube. Hier. Ich dachte, ich muss die Leute belauschen, dass die mir was verraten. Da ist noch was.
So ein komischer Fischauge. Hä? Muss ich noch das letzte... Und wo, was mache ich mit den Symbolen? Muss ich hier irgendwo eingeben? Hier waren doch auch noch ein paar Leute drin, ne? Huch. Verzeihung, da wollte ich nicht hinschauen. Ne, hier ist gar kein Symbol. Gut, ich habe damit jetzt 4 Symbole. Was mache ich jetzt damit? Ein Sockel, ein Altar sollte hier doch sein. Ich will das jetzt mal rausfinden. Ich weiß, die Folge hat so schon eine übelste Überlänge, aber ich will danach gerne einen Aufnahmestopp machen und ich möchte jetzt einfach mal wissen, was jetzt hier... Was ist jetzt los? Oh, wenn die nicht so laut wären. Ah, das Podest aus Zhao Zhaos Tagebuch. Ah. Das ist älter als das Haus der Blüten. Oh! Oh, what? Oh, muss ich jetzt hier eine Reihenfolge einstellen? Okay, das Symbol hatten wir auf jeden Fall. Das sind diese Sensen. Was hatten wir noch? Das hatten wir nicht, das hatten wir nicht, das hatten... Das hatten... Das hier hatten wir auf jeden Fall, okay. Das hatten wir, glaube ich, auch. Und hier oben... Müsste denn diese Raute mit dem Punkt hin, oder? Haben wir die? Ist das die? Ich glaube, das ist die. Was ein toughes Rätsel. Was ein toughes Rätsel. Okay, aber wisst ihr was? Weil das Outro kam und weil die Folge sowieso schon viel zu lange geht, ich mache jetzt hier erstmal noch eine kleine Speicherung rein. Und dann... Oh, mache ich jetzt hier einen Stopp. Aufnahmestopp. Genug. Aufnahmesession ging lang genug. Ich bestelle mir jetzt erstmal was zum Abendbrot. und dann schauen wir mal weiter. Alter Schwede. Ich dachte, die verraten uns was. Gerade im letzten Zimmer. Da war so ein schicker Mann so mit einer komischen Brille. Ich dachte, der flüstert jetzt hier irgendwelche Geheimnisse aus, während sie ihn so verführt. Weißt du, man bezahlt ja auch ein bisschen für Verschwiegenheit bei den Damen. Und vielleicht redet er sich da was von der Seele. Keine Ahnung. Aber der Typ von nebenan war so laut. Ich stehe... Oh, komm, fester, fester. Das kannst du doch besser, Schätzchen. Alter Schwede. Das ist ja nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Naja... Interessant. Das, der Tunnel des Flüsterns. Die Frau hat was von Symbolen erzählt. Das ist ja interessant. Die Xiao Xiao, oder wie sie heißt, oder Xiao Xiao, oder... Die hat ja in ihrem Tagebuch beschrieben, dass die auch diese Symbole, was die zu bedeuten haben und so, und der Altar. Dann hat die anscheinend, schiebt die den gleichen Drogenfilm... Blick, wie wir den haben. Weil nur mit unserem Blick haben wir ja die Symbole gesehen. Da muss sie ja die gleiche Gabe haben. Wo hat sie die her? War sie Teil bei diesem Ritual? Ihr hat ja anscheinend nur noch dieses Instrument gefehlt, das wir in der Mühle gefunden haben. Durch Zufall. Ja, wisst ihr noch, Yodas Baum. mit unserem Darth Vader. Naja, ja. Die Tür hätte sie selber öffnen können. Dass sie die nicht eingerissen hat, ist auch ein Ding. Naja, egal. Auf jeden Fall hat sie das ganz schön beschäftigt. Ich glaube, die werden wir nochmal treffen. Ich glaube, die hat interessante Sachen zu erzählen. Sei es wie es wolle. In der nächsten Folge finden wir dann raus, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio!